Hallo im neuen Video. Nach einem kleinen Kämpfchen an Bord machten wir uns auf zu einem Spaziergang. Oh, ist richtig schön heute hier. Auch ruhig, wenig los. Gestern waren so viele Boote hier, die haben sie in Viererreihen gestapelt. Und heute ist ganz entspannt. Darunter frisst ein Riesenfischkopf. Haben die Fische dann hier ins Wasser geschmissen. Und drin hat er sich geangelt. Lässt sich jetzt schmecken. Na, Lilly, eine kleine Abkühlung. Hm? Da hinten im Berg haben sie einfach eine Straße reingeschnitten. Total interessant. Heinz ist gerade hinter mir in der Kirche und hört sich einmal einen Gottesdienst an. Denn dann ist das Freitag. Heute haben wir Mittwoch und Freitag ist Karfreitag hier. Also Ostersonntag ist am 5. Mai, dann kommt Ostermontag und am Dienstag, da holen die den 1. Mai, Tag der Arbeit nach. Also interessant. So, der hat schon mal gewonnen. So, wir machen uns jetzt fertig und legen hier ab. Unser Motor ist zwar noch nicht da, aber gestern kam so ein aufgeregter Louis Deponet Port Police, der meinte, es käme heute ein großes Schiff hier an, wir müssten uns verlegen. Aber unsere Nachbarn, die liegen noch in der Fritten. Und da hinten ist das große Schiff draußen schon, das wartet. Anscheinend kommt er wirklich. Denn ein Bus wartet auch schon da hinten. Na, mal schauen, wie das ausgeht. Und da ist unser neuer schneller Hirsch. Warte. Da ist er. Boah, war das. War das anstrengend gerade, ne? Ja. Wir sind darüber gefahren und dann erst den alten Motor ab und bei ihnen ins Auto rein und dann diesen hier aufs Boot gewuchtet. Dabei ist da draußen, da ist so ein großes Schiff und alle 2, 3 Minuten kam ein anderes Dingi an, was 10 Leute darüber gekarrt hat und Lilly am Bellen. Es war ein totales Durcheinander. Aber er sitzt jetzt, wir haben es geschafft. So, wir verlassen jetzt Epidavros. Wir haben jetzt hier alles erledigt, haben unseren Motor bekommen. Und Heinz holt jetzt gerade vorne den Anker hoch. Und dann wollen wir heute nach Ägina rüber. Da wollen wir nur eine Nacht an der Ostküste ankern, um dann weiter um den Cap Sauignon
zurückzukommen, weil wir wollen uns ja jetzt ein bisschen in Richtung Norden bewegen. Jetzt, wo es kalt, jetzt, wo es uns wieder gut geht, geht es weiter. So, bis später. Korrigiert mich gerade. Das heißt, das Kap, nicht den Kap. Ah, gerade haben wir noch eine Schildkröte im Wasser gesehen. War leider zu spät, sie zu fotografieren. So, jetzt sind wir hier im Süden von Aegina gelandet. Cape Pyrgos heißt das hier. Sieht ganz idyllisch aus. Kleiner Strand. Und eigentlich drumherum nichts. Sehr schön. Wie immer. Oh, schöne Kaffeebude hier. Und dann dieser nette Strand. Mit einer ganz tollen Yacht im Hintergrund. So, jetzt sind wir hier ein bisschen am Basteln. Heinz hat zwei Besenstiele gekauft und macht so eine provisorische, ja, wie nennt man das? Eine provisorische Querstütze, woran sich das Boot dann anlehnen soll, wenn es hochgezogen wird. Und bevor wir das Ganze mit teurem Edelstahl kaufen, probieren wir das jetzt mal mit Holzbesenstiele aus. Hm. Morgen. Ja, das hier, das ist der Saronische Golf. Und hier ist Athen, hier ist Poros, hier waren wir ja gewesen, wir sind von hier sind wir nach Epidavros und von Epidavros dann hier nach Süd-Aegina, haben jetzt diese schöne Bucht heute gehabt und heute wollen wir hier rüber, das ist der Kap Soignon, hier rüber und dann auf die Seite, hier bläst heute ordentlich der Wind runter und somit werden wir hier schön um die Ecke kommen und dann müssen wir uns hier in eine Bucht verstecken, weil heute Nacht wird ziemlich starker Wind sein. Und wir hoffen, dass wir da noch ein Plätzchen kriegen. Ja, so, das ist erstmal der Plan. Schauen wir mal, was daraus wird. Losgefahren sind wir mit dem Großsegel mit 22 Knoten Wind und 7 Knoten Fahrt. Aber so nach einer halben Stunde schlief der Wind langsam ein, sodass wir zum Schluss nur noch 2 Knoten hatten und wir mit dem Motor weitergefahren sind. Wir umrunden jetzt gleich den Kap Soignon und oben auf dem Kap, da ist ein Poseidon-Tempel aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Hier direkt ist auch eine Ankerbucht und nachts ist das Poseidon-Tempel hier beleuchtet und sieht bestimmt traumhaft schön aus. Nur heute passt halt der Wind nicht, wenn der jetzt kommt und deswegen fahren wir jetzt ein Stückchen weiter um die Ecke herum. Da sind wir geschützter. Ja, gerade in der Bucht angekommen und schon fangen die Böen an. Aber hier liegt man, glaube ich, ganz gut geschützt. Ist ein toller Sandgrund, da hält der Anker recht gut. Hier neben uns ist ein Boot, die kennen wir von Jakarta. Und hinter uns ankert jetzt Micha und Jutta. Ja, mit ihrer Köln-Flagge.
So, jetzt sind wir gerade an Land gekommen. Es sind ordentliche Böen da draußen. Dann ist es auch mal schön, festen Boden unter den Füßen zu haben. Ja, heute Abend sind wir bei Micha und Jutta zum Essen eingeladen. Die haben einen riesen gelben Thunfisch gefangen. Ja, und da haben sie uns jetzt so eingeladen. Lilly ist auf Erkundungstour. Sie wälzt sich in jeden toten Fisch. Na Lilly, hast du was gefunden? Ja? Die Böen hier so übers Wasser gehen. Aus der Bucht in der Nähe von der Olympic Marina, praktisch um eine Ecke herum von Soignum. Ja, seit gestern Abend haben wir hier die ganze Zeit Böen von 30. Wind von 30 wäre gar nicht so schlimm, dann wird es die ganze Zeit so ein bisschen am Schiff reißen. Aber die Böen von 30, das ist echt blöd, weil das Schiff geht von links nach rechts. Und dann knallt es immer in den Anker rein. Und ich habe heute Nacht 2 Stunden gelesen, weil ich einfach nicht mehr schlafen konnte. Ne? Ja, dieses Wetter behalten wir jetzt noch 2 Tage. Das heißt, heute Nachmittag wird es schlechter, wird es regnen. Dann dreht der Wind auf Nord und kommt noch ein bisschen stärker wieder. Das heißt, wir werden erst maximal Montag weiter können. Heute ist Samstag. Ja. Deswegen werden wir der Sache ausharren. Heinz ist gerade mit Lilly an Land. Gott sei Dank gibt es da hinten in Lee eine Anlegestelle, wo er ganz gut an Land kann. Und aber nass wird es trotzdem, wenn man darüber fährt. Ja, gestern haben wir lecker gegessen bei Jutta und Micha. Ägäis wird es diese Saison wohl öfters vorkommen, dass wir eingeweht sind durch den gefürchteten Melchemi. So ihr Lieben, das Video, das endet jetzt hier und wir werden jetzt versuchen, uns ein wenig einzuschaukeln.